Ja, herzlich willkommen. Heute geht es um die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist das, ja, die größte reine Hormondrüse des menschlichen Körpers und sie hat eine fundamentale Bedeutung für Entwicklung und Stoffwechsel. Sie wird von den Nervenfasern des vegetativen Nervensystems, ja, durchströmt. Und zwar fließt sowohl das parasympathische als auch das sympathische Nervensystem durch die Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormone beeinflussen ganz, ganz viel, also unsere Stoffwechselrate und ganz viele Lebensfunktionen wie die Herzfrequenz, die Kalorienverbrennung, das Hautbild, das Wachstum, den Abbau von Cholesterin, die Kälte-Wärme-Regulation, die Fruchtbarkeit, die Verdauung und den Knochenstoffwechsel. Also wow, also da hängt wirklich ganz viel mit zusammen. Und ja, Schilddrüsenerkrankungen werden als eine wahrhafte Epidemie bezeichnet und sie sind für ein ganz breites Spektrum an Beschwerden verantwortlich, wie Müdigkeit, wie Haarausfall, wie Gewichtszunahme, wie Gedächtnislücken, wie Schlaflosigkeit und vieles mehr. Ja, und auch vielleicht interessant, L-Thyroxin ist ein künstlich hergestelltes Schilddrüsenhormon und das ist nach Schmerzmitteln das am häufigsten verschriebene Medikament in Deutschland. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber nur, dass ihr mal seht, welch breites Spektrum es an Schilddrüsenerkrankungen gibt. Also das ist wirklich viel. Wie gesagt, ich gehe nicht näher darauf ein. Heute geht es darum, dass wir die Schilddrüse auf allen Ebenen stärken. Und da ist es nicht verkehrt zu wissen, dass es da ganz viel gibt. Die hauptsächlichen Schilddrüsenerkrankungen und das ist eine Überfunktion oder eine Unterfunktion. Vielleicht dazu mal kurz ein paar Worte, weil das ist ja ganz gut, wenn wir wissen, woran wir was erkennen können. Ja, da habe ich es euch mal aufgeschrieben, sodass wir da auch miteinander mal drauf schauen können. Also eine Überfunktion, Symptome, die darauf hinweisen können, Herzklopfen oder schneller Puls sein, erhöhter Blutdruck, Gewichtsverlust, eine innere Unruhe oder auch Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, eine erhöhte Wärmeempfindlichkeit, dass man einfach schneller, häufiger schwitzt, teilweise auch so ein Händezittern, Muskelschwäche. Dann tatsächlich eine vergrößerte Schilddrüse oder Schwellung am Hals. Also wenn ihr da sagt, oh ja, damit habe ich öfter zu tun, dann ist vielleicht sinnvoll, das mal checken zu lassen. Und eine, ja, typische Schilddrüsenunterfunktion, die fängt normalerweise mit den körperlichen Zeichen an. Also wir frieren vermehrt, wir sind kälteempfindlicher. Teilweise nehmen wir Gewicht zu, der Pulsschlag ist langsamer, wir neigen eher zu Müdigkeit, zu kalter, trockener Haut. Eventuell haben wir Haarausfall, Wassereinlagerung, es bilden sich Ödeme, Muskelschwäche, ein hohes Schlafbedürfnis. Auch hier Konzentrationsstörungen, also die können bei beiden auftreten. Eine depressive Verstimmung und Verstopfung. Also ganz viele Symptome, die auf Über- oder Unterfunktion hinweisen können. Und generell wird es einfach beim Erwachsenen durch diesen TSH-Wert bestimmt. Und der, ja, der sollte zwischen 0,4 und 2,5 liegen und werde darüber deuten auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin und werde darunter auf eine Überfunktion. Ja, die häufigste Ursache für eine Unterfunktion ist diese Hashimoto-Thyreoiditis. Und ja, gehört überhaupt zu den häufigsten Autoimmunerkrankungen des Menschen. Und etwa bei jedem zehnten Menschen in der westlichen Welt finden sich erhöhte Werte für Antikörper gegen das Schilddrüsengewebe im Blut. Also das heißt, da sind wirklich viele, viele, viele Menschen betroffen. Deswegen ein ganz wichtiges Thema.
Wenn man jetzt eher so ein Druckgefühl im Hals hat oder der Drang, sich zu räuspern und Schluck- und Atembeschwerden, die können auch auf einen Knoten in der Schilddrüse hinweisen. Auch das bitte checken lassen. Ja. Warme Knoten, die dann auch Hormone produzieren, führen zu den Symptomen von der Schilddrüsenüberfunktion, wie hohem Blutdruck, Nervosität, erhöhten Puls, vermehrten Schmitzen, haben wir ja gerade gehabt. Also da einfach mal, nur dass man so eher weiß, oh, welche Sachen können denn da überhaupt darauf hinweisen? Ja, nochmal zu den Schilddrüsenhormonen, weil damit die Schilddrüse das T4 herstellen kann, benötigt sie bestimmte Bausteine wie Jod und wie Eiweiß. Und erst mit der Umwandlung des inaktiven Thyroxin, das ist das T4, in das aktive Schilddrüsenhormon Triiodthyronin, das nennen wir T3, da passieren dann die magischen Dinge im Körper, indem vom T4 nämlich durch Enzyme ein Jodatom abgespalten wird. Und diese Aktivierung, die findet jetzt zum Großteil in der Leber, aber auch im Darm statt. Also ihr merkt, wie komplex das ist. Also es kann nicht nur darum gehen, da einfach Schilddrüsenhormone hinzuzufügen. Wir müssen gucken, dass die Leber richtig mitarbeitet, dass der Darm richtig mitarbeitet und da auch, dass wir genügend Aminosäuren haben, weil Aminosäuren sind entscheidend. Besonders auch bei Hashimoto. Das hat mal Dr. Simone Koch in ihrem Protein-Guide erklärt. Proteine bestehen ja aus Aminosäuren, die in verschiedenen Strukturen angeordnet sind. Und da gibt es die sogenannten essentiellen und auch die nicht essentiellen Aminosäuren. Und wichtig ist jetzt, die essentiellen Aminosäuren, die kann der Körper nicht selbst produzieren. Die müssen wir also von außen zuführen, ne? Aber die nicht essentiellen Aminosäuren, die können wir selber herstellen, aber nur, wenn wir genügend essentielle Aminosäuren in uns haben. Also, wenn wir ausreichend essentielle Aminosäuren haben, können wir auch nicht essentielle im Körper selber herstellen. Zum Beispiel die nicht essentielle Aminosäuren L-Cystein, welche die Schilddrüsen-Antikörper positiv beeinflusst. Aber auch die Aminosäure L-Glycin, die wichtig für die T3-Aktivierung ist. Also wir brauchen da ein Komplettpaket, ne? Man bekommt also alle notwendigen Aminosäuren und kann gleichzeitig damit viele Entzündungen vermeiden. Also die Dr. Simone Koch sagt sogar, alle Entzündungen vermeiden. Also ihr seht, wie wichtig es ist. Und das ist ganz ideal, gerade wenn man schon Neigungen zu Autoimmunerkrankungen hat oder wenn schon Unverträglichkeiten bestehen. Also hier könnt ihr sehen, ne? Die Schilddrüse bildet die Hormone. Die Umwandlung der Hormone in die aktive Form, die findet größtenteils in der Leber, teilweise im Darm statt. Und dann brauchen wir aber die Aminosäuren, damit die aktiven Schilddrüsenhormone zu den Zellen transportiert werden. Also all das ist möglich. Wenn ich jetzt nur L-Thyroxin oder wie sie alle heißen, einnehme und die anderen, ja, das gar nicht in T3 umgewandelt wird oder es dann nicht zu den Zellen transportiert wird, dann nützt mir das nicht viel. Und das war mir wichtig, dass wir auch da auf Materieebene gucken, habe ich denn alles, was ich brauche, um meine Schilddrüse möglichst gut unterstützen zu können. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, die Schilddrüsenprobleme, die sind sehr komplex und deshalb reicht es nicht, die Schilddrüse dazu zu bringen, einfach nur mehr Hormone T4 zu produzieren, weil es einfach noch die inaktive Form ist. Also das T4 muss ins T3 umgewandelt werden, in diese aktive Form und das findet in der Leber und im Darm statt. Und das aktive T3 kann jetzt über Transportproteine die Energie in die Zellen
bringen und dort freisetzen. Und erst wenn all diese Stoffwechselvorgänge einwandfrei funktionieren, kann Energie freigesetzt werden und die Hashimoto-Symptome wie Müdigkeit verschwinden, weil die Schilddrüse wieder funktioniert. Klasse, oder? Wunderbar. Ja, was können wir jetzt selbst tun? Ja, da habe ich auch mal geguckt, was da alles empfohlen wird. Und wir können schon viel auch über unsere Ernährung wieder beeinflussen, um unsere Schilddrüse einfach gut zu unterstützen. Im Naturheilkompass habe ich gelesen, dass es vier wichtige Schritte gibt. Der eine davon ist, dass wir auf die Mikronährstoffe achten. Also die werden nicht nur für die Funktion der Hormone benötigt, schon dass überhaupt genügend Schilddrüsenhormone gebildet werden. Dafür braucht es eine optimale Versorgung mit allen Mikronährstoffen. Ja, und gerade Patienten mit Hashimoto oder Menschen mit Hashimoto sind aufgrund der ständigen Entzündung im Körper einem erhöhten oxidativen Stress ausgesetzt und verbrauchen daher viel mehr Mikronährstoffe als gesunde Menschen. Und wir wissen ja, wie viel extrem wichtige Aufgaben die Hormone mit dem Körper zu erfüllen haben. Aber mindestens ebenso unentbehrlich sind die Mikronährstoffe. Manche Mikronährstoffe, wie beispielsweise Vitamin D oder einige sekundäre Pflanzenstoffe, die haben selbst eine hormonähnliche Wirkung. Und daran erkennt man so das enge Zusammenwirken von Hormonen und Mikronährstoffen. Ja, aber die Mikronährstoffe, die werden nicht nur für die Funktion der Hormone benötigt, schon dass überhaupt eben genügend Schilddrüsenhormone im Körper gebildet werden können, braucht es eine optimale Versorgung. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist jetzt alles von dem Naturheilkompass, ne? Die schreiben, die Ernährung ist immens wichtig. Einfache kleine Veränderungen können viel für die Gesundheit im Allgemeinen und für die Schilddrüse im Besonderen bewirken. Und am einfachsten, schreiben Sie, wäre es, wenn man zunächst die Menge an getreidehaltigen Kohlenhydraten reduziert. Also wenn wir weniger Kohlenhydrate essen, also weniger weißes Brot, weniger Nudeln, weniger Reis, dafür eben einfach mehr Gemüse und Obst. Weil zu viel Kohlenhydrate fördern Hormonungleichgewichte und Entzündungen, genauso wie die Entstehung von Übergewicht und Diabetes. Also jeder Verzehr von Kohlenhydraten, ob in Form von Stärke oder von Zucker, führt zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels und damit zu vermehrter Freisetzung des Hormons Insulin. Also das wissen wir ja schon, ne? Dadurch, wenn wir zu viel Zucker zu lang essen, dadurch kommt ja Diabetes und solche Geschichten, ne? Weil Insulin fördert ja die Fettaufnahme in die Fettzellen und hemmt den Fettabbau in der Zelle. Aber das häufige Essen von Kohlenhydraten, wie es heute üblich ist, erhöht immer wieder den Blutzuckerspiegel und führt eben zu dieser hohen Insulinausschüttung. Und dies wiederum, das führt jetzt ähnlich wie beim Dauerstress auch zur Bildung von zu viel Cortisol. Und Cortisol hemmt die Funktion der Hypophyse, wo dann weniger TSH produziert wird und infolge auch weniger Schilddrüsenhormone gebildet werden. Also in der Ernährung, ja, einfach Kohlenhydrate runterfahren durch getreidehaltige Produkte, durch die Aufnahme von Zucker und dafür mehr Obst und Gemüse zu uns nehmen. Hat man jetzt ja schon bei verschiedenen Erkrankungen, ne? Das tut dem Körper überall gut, aber eben auch der Schilddrüse. Ja, hier sind auch ein paar Tipps wie Gemüse, Suppe, Tomate mit Mozzarella, Gemüsespieße vom Grill mit Tzatziki-Soße. Ja, könnt ihr ja gucken, was da für euch passt. Und wenn man dann noch einfach Kräuter, Gewürze oder auch auf Omega-3 reiche Öle achten, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht.
Dann als dritter Schritt ist der Darm sehr wichtig, weil der Darm schafft einfach wichtige Voraussetzungen, ja, um den Körper wieder ins Lot zu bringen. Für eine langfristige Festigung ist der Darm ganz, ganz wichtig. Und Studien konnten zeigen, dass Menschen mit einer Fehlfunktion der Schilddrüse eine gestörte Darmflora haben. Auch das hängt wieder zusammen. Ja, und da etwa 80% der Immunzellen im Darm sitzen, ist eine gesunde Darmschleimhaut und eine intakte Darmflora eine sehr wichtige Grundlage für ein funktionierendes Immunsystem. Also eine Darmsanierung kann die Bakterienbesiedlung des Darms wieder in Balance bringen. Nützliche Darmbakterien verhindern dann, dass sich schädliche, ja, Keime ausbreiten können und trainieren pausenlos unser Immunsystem. Und wir haben ja gelernt, dass die Umwandlung von T4 in T3 auch im Darm stattfindet. Dafür braucht man gut funktionierenden Darm. Ja. Ja, die Gesundheit des Darms hat tatsächlich eine direkte Beziehung zum Spiegel der Schilddrüsenhormone, ne? Weil die ja dem Kreislauf im Körper auch unterliegen, weil ja, wenn sie über die Leber in den Darm gelangen, im Darm zum Teil dann wieder ins Blut gehen, dann stehen sie uns ja wieder zur Verfügung. Wenn jetzt aber Entzündungen im Darm bestehen oder die Aufnahme sonst irgendwie gestört ist, dann gehen die Hormone einfach verloren. Auch eine Fehlbesiedlung im Darm kann so zu Störungen in der Resorption führen. Also ihr seht, der Darm auch ganz, ganz wichtig. Ja, im Darm wird auch eine große Menge des wichtigen Steuerungshormons Serotonin gebildet. Und Serotonin ist ja unser Glückshormon. Ne? Darüber haben wir ja auch schon hier öfters gesprochen. Es hat aber noch viele andere weitere Funktionen, weil es steuert auch die Hormondrüsen der Schilddrüse und der Bauchspeicheldrüse. Also möglichst Darm sanieren oder gucken, dass ihr einfach wirklich auch durchs Obst und Gemüse viel Ballaststoffe zu euch nehmt. Auch das hilft euren Darm, dass es sich immer wieder da reinigen kann. Ja. Ja, der vierte Schritt hier ist der gesunde Schlaf. Ja, ein erholsamer Schlaf, das wissen wir alle, ist so wichtig für unsere geistige, seelische, körperliche Regeneration. Und ja, in der Nacht können wir ja so die Eindrücke des Tages verarbeiten. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, freie Radikale werden abgebaut, die Zellalterung wird gebremst und der Abbau von Fettgewebe wird angekurbelt. Und Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die schlafen oft schlecht. Und das liegt daran, dass zum Einschlafen und Durchschlafen die richtige Konzentration an Schilddrüsenhormonen im Blut vorliegen muss. Ja, gesteuert werden die Vorgänge in der Nacht durch das Schlafhormon Melatonin. Wenn es dunkel wird, dann wandelt das Gehirn immer mehr das Serotonin in Melatonin um. Und durch das Absinken des Serotoninspiegels wird die Hormonproduktion in der Schilddrüse gehemmt. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, Blutdruck und Körpertemperatur sinken und dann werden wir müde und schlafen ein. Wenn wir jetzt aber zu wenig Serotonin haben oder eine gestörte Umwandlung zu Melatonin besteht, durch einen Mangel an Mikronährstoffen, durch zu viel Licht am Abend, durch zu viel Sitzen vorm Bildschirm oder durch Stress, dann ja, führt es automatisch zu Schlafstörungen und auch zu vielen anderen Schilddrüsenkrankheiten. Das war jetzt mal, glaube ich, recht umfassend, was man da auf Körperebene alles tun kann. Und das ist schon eine ganze Menge, was man da hier machen können. Ich liebe ja die Bücher von Anthony Williams und er hat auch ein extra Buch über die Schilddrüse geschrieben und da würde ich euch gerne noch ein paar Sachen dazu zeigen. Vielleicht zeige ich euch erstmal das Buch. Ich habe es leider nur auf Englisch, aber ich kann, es gibt es auch auf Deutsch. Also so sieht es auf Deutsch aus. Heile deine Schilddrüse. Ja.
Anthony Williams, der sagt, dass es kein Zufall ist, dass eine Schilddrüsenerkrankung gerade dann auftritt, wenn wir ohnehin schon aus dem Gleichgewicht geraten sind. Also, weil zu den Zeiten, da wird dem Körper signalisiert, dass das Immunsystem nicht so stark ist wie sonst. Was bedeutet, dass es für, er nennt es, der Schilddrüsenvirus, die beste Zeit ist, aktiv zu werden. Es gibt Trigger, die auch nichts mit dem emotionalen Status zu tun haben. Möglicherweise, ja, nicht weil wir jetzt emotional besonders Stress haben, sondern weil wir noch Metallfüllungen im Mund haben oder Quecksilber, was ja eine Lieblingsspeise für ihn, für den Virus ist, und das gelangt in den Blutkreislauf. Oder vielleicht waren wir einem anderen Treibstoff des Schilddrüsenvirus ausgesetzt, etwa Insektiziden, Pestiziden, oder was unser Immunsystem auch schädigt, ist einfach der Schimmel. Und da, ja, wollte ich euch heute mal diese Triggerliste, die er da benennt, zeigen, einfach damit wir da auch mal wachsam sind und darauf achten, dass wir da nichts, ja, dass wir uns da nicht ständig wieder schädigen und damit auch unsere Schilddrüse. Und auch hier habe ich euch die Liste mal wieder aufgeschrieben. Ich werde zu jedem einzelnen Punkt kurz was sagen. Ja, Schimmel, das wissen wir ja eigentlich, ne? Wenn wir uns viele Stunden in Räumen mit Schimmel aufhalten, ob es jetzt zu Hause ist oder am Arbeitsplatz, dann schwächt es das Immunsystem und ja, und damit auch die Schilddrüse. Dann auch Zahnfüllungen aus Amalgam, weil das darin enthaltene Quecksilber, das bleibt dort, wenn es stabil ist. Aber lassen wir diese Zahnfüllung dann entfernen, dann führt der Entfernungsprozess dazu, dass das giftige Quecksilber in den Blutkreislauf gelangt und dem Virus Nahrung gibt. Quecksilber gibt es auch in anderen Formen. Anthony Williams bezeichnet es immer wieder als die Lieblingsnahrung des Schilddrüsenvirus. Und deswegen sollten wir es in jeglicher Form meiden. Also wie auch durch den häufigen Verzehr von Meeresfrüchten, insbesondere von großen Fischen wie Thunfisch, Schwertfisch, ja, weil sie oft eben auch erhebliche Mengen Quecksilber enthalten. Dann kann Zinkmangel ein Trigger sein. Zinkmangel kann auch vererbt werden und sich über die Generation dann verschlimmern. Zinkmangel kann einfach zur Anfälligkeit für den Schilddrüsenvirus beitragen. Dann auch ein Vitamin B12-Mangel. Auch wenn Blutuntersuchungen zeigen, dass der B12-Wert noch normal ist, heißt es nicht, dass es sich um verwertbares B12 handelt. Möglicherweise, ja, ist unser Zentralnervensystem, unsere Leber oder andere Organe immer noch stark geschwächt, so, ja, dass das wieder die Schilddrüse schaden kann. Dann auch Pestizide, Herbizide, einschließlich DDT. Die Einwirkung dieser Gifte aus Quellen wie besprühten Rasenflächen, Gärten, Parks und Golfplätzen kann sowohl den Körper schädigen als auch das Schilddrüsenvirus mit, ja, mit Giftstoffen versorgen. Dann Insektenvernichtungsmittel, Sprays gegen fliegende Insekten oder Ameisenschaben. Anderes Getier dieser Art ist auch für uns giftig. Und die Gifte reichern sich dann in unseren Organen an, können zu Problemen wie Depressionen beitragen und eben auch das Schilddrüsenvirus antreiben. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, emotionale Ausnahmesituationen wie ja, der Tod eines geliebten Menschen, krankes Familienmitglied betreuen, vielleicht eine Scheidung, ein Trauma, eine schwierige Trennung, Verrat, Mobbing. All das kann unser Immunsystem schwächen und ja, auch dann, ja,
schädigt es auch die Schilddrüse. Dann er nennt es virusfreundliche Medikamente wie Antibiotika, Benzodiazepine. Auch die können das Immunsystem schwächen. Genauso wie überverordnete Medikamente, also die Einnahme von Medikamenten in hohen Dosierungen, insbesondere viele auf einmal, das kann einfach ein überwältigender Cocktail fürs Immunsystem sein und dann den Virusangriffen Tür und Tor öffnen. Also da auch immer, ja, eurem Hausarzt mal zeigen, was nehmt ihr denn alles an Medikamenten? Weil teilweise wissen wir ja gar nicht, wie die sich gegenseitig wieder beeinflussen und verstärken, sodass das wirklich ja auch mal durchgeguckt wird und wir nicht nur denken, ah ja, das ist dafür gut und das ist dafür gut und das nehme ich dafür. Ja, und zusammen hat es dann vielleicht eine ganz andere Wirkung nochmal. Dann auch hormonelle Veränderungen, also bei großen Hormonumstellungen wie in der Pubertät, wie in der Schwangerschaft, wie durch die Geburt, wie ja, in der Menopause, das stärkt auch den Virus. Dann der Freizeitdrogenmissbrauch, also illegale Drogen, die Giftstoffe enthalten, schwächen unser Immunsystem. Ja, finanzielle Belastungen, also wenn wir uns ständig Sorgen machen, ob wir unser Zuhause oder unseren Job verlieren, ob wir fähig sind, die Rechnungen zu zahlen. Oder wenn wir auch zusätzliche Jobs annehmen müssen, um die Ausgaben bezahlen zu können, wenn wir Versagensängste haben oder Todesängste, all das schwächt unser Immunsystem. Dann auch körperliche Verletzungen, ob das jetzt ein verstauchter Knöchel, ein gebrochenes Bein oder Arm, ein Autounfall oder andere Verletzungen sind, die belasten den Körper, weil der braucht dann viel Kraft zur Reparatur. Und die Immunabwehr ist geschwächt. Ja, er sagt auch professionelle Teppichreinigung, weiß nicht, inwieweit es hier für uns wichtig ist. Jedenfalls enthalten da die Reinigungslösungen synthetische Chemikalien, ja, die einfach die Gifte, die schon in vielen Teppichen sind, nochmal erhöhen und das atmen wir dann wieder ein. Frische Farbe, weil die meisten Anstriche eben ja die Luft mit giftigen Dämpfen auch füllen. Dann Abfluss, also Abflüsse aus alten Deponien und anderen giftigen Quellen können einfach Schwermetalle und andere schädliche Stoffe enthalten. Ja, die dann in die umliegenden Seen fließen und ja wieder bei uns ankommen. Schlafstörungen. Jedes längere Schlafproblem schwächt unser Immunsystem. Und ein starkes Immunsystem ist so wichtig für unsere Schilddrüse. Dann auch Insektenstiche oder Bisse. Also egal ob ein Spinnenbiss, ein Bienenstich, ein Wespenstich, ein Zeckenbiss, all das hinterlässt Gifte. Oder vielleicht sogar ein Stück des Insektes in unserer Haut, was sich dann entzünden kann und das Immunsystem wieder zusätzlich schwächt. Das Schöne ist, er schreibt dann auch, ja, ganze Kapitel darüber, was wir alles als heilsame Nahrung für die Schilddrüse zu uns nehmen können, wie wir uns da wirklich unterstützen können. Und ich werde eins mal hervorheben, weil er da einfach viel länger drüber schreibt, wie wir alle anderen, weil es wohl so wichtig ist. Und das sind die Artischocken. Er schreibt, Artischocken sind einige deiner besten Freunde, wenn du dich vom Schilddrüsenvirus heilen willst. Ihre Herzen, die die Schilddrüse nähren und wieder aufbauen, insbesondere sekundäre Pflanzenstoffe, die mit dem Frequenzabgabesystem der Schilddrüse kommunizieren. Und diese sekundäre Pflanzenstoffverbindungen sind eine unentdeckte Untergruppe von Isothiocyanaten, die speziell mit Enzymen und Aminosäuren in unserem Körper zusammenarbeiten, um unser Immunsystem und die Schilddrüse und in die Schilddrüse einzudringen und um diese zu unterstützen. Und die lassen dann auch Knoten, Zysten, Tumore schrumpfen.
in dem ein Antitumorhormon aktiviert wird, das sich in menschlichen Zellen befindet, sogar in vielen Knoten, Tumoren und Zysten. Darüber hinaus ergänzen diese Untergruppen die Schilddrüse mit Tyrosin, einer Chemikalie, die zur Produktion von Schilddrüsenhormonen benötigt wird. Plus sie entgiften die Leber von Nervengiften, Dermatoxin und den unversöhnlichen vier Faktoren. Darüber schreibt er seitenlang zu den unversöhnlichen vier, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Artischocken in ihr Leben zu bringen, schreibt er, ist, als würden sie ihrer empfindlichen und kostbaren Schilddrüse einen eigenen Schutzschild geben. Schön, oder? Was er uns da ja mitgibt. Und ja, vielleicht jetzt abschließend zu allem, was auf Körperebene, was wir da tun können, zeige ich euch noch mal kurz die Liste, ohne es groß auszuführen, ja, von Nahrungsmitteln, die die Schilddrüse unterstützen. Ja, vielleicht lese ich es mal vor, damit ihr die Zeit habt, das wirklich aufzunehmen. Wenn ihr es auf YouTube anschaut, könnt ihr natürlich auf Pause drücken und dann die Sachen herausschreiben, die ihr jetzt wirklich auch umsetzen wollt. Also es sind Äpfel, Ahornsirup, Aloe Vera, atlantisches Meeresgemüse, Avocados, Bananen, besonders die wilden Blaubeeren, Birnen, Granatäpfel, Grünkohl, Hanfsamen, Honig, Kartoffel und auch süße Kartoffeln, Kresse, Kürbis, besonders Zucchini-Kürbis, Kurkuma, Mangos, Nüsse, besonders Walnüsse, brasilianische Nüsse, Mandeln und Cashews, Orangen und Mandarinen, Papayas, Petersilie, Radieschen, Rucola, Salat, Selleriesaft, Sesamsamen, Spargel, Spinat, Sprossen und Mikrogrün, Thymian, Tomaten, Zitronen und Limetten, Zwiebel und Frühlingszwiebel. Also jede Menge, die wir auch da für uns tun können. Das ist alles noch die Materieebene, ne? Und ja, ich sage ja immer, ich möchte es hier auf allen Ebenen schauen. Ja, ihr kennt meine Folie, ne? Früher nannte man Shen Chi Ching. In der Quantenphysik spricht man von Information, Energie und Materie, die dann auch, egal ob man es wissenschaftlich oder spirituell bezeichnen. Materie ist immer das Gleiche. Nur bei der Information spricht man wissenschaftlich von dem Inhalt. Was habe ich überhaupt alles an Informationen gespeichert? Kann ich sie gut empfangen? Wie verarbeite ich Informationen? Und spirituell wäre der Inhalt die Seele, der Empfänger ist unser Herz und verarbeiten tun wir es im Geist. Und wenn wir Schilddrüsenprobleme haben oder ja, Schilddrüsenprobleme allgemein, die werden durch Blockaden in unserer Information, Energie oder Materie verursacht. Und um die Blockaden zu lösen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jegliche negative Information vermeiden. Und die negativen Informationen, die einfach schon vorhanden sind, und wir alle haben noch negative Informationen gespeichert, dass wir die in positive Informationen verwandeln. Deswegen nochmal hier, der Fluss der Information, es geht immer von der Information, die bestimmt, wie unsere Energie ist, die Energie bestimmt wieder, wie die Materie ist. Ja, deswegen spreche ich auch immer über Materieebene, weil was hier auf Materieebene geschieht, auch durch unsere Ernährung, durch unseren Schlaf, durch das, was wir sprechen, durch all das, ist alles noch Materieebene. Das wirkt sich wieder auf die Informationsebene aus. Also, ohne dass wir auch auf der Informationsebene schauen, haben wir keinen dauerhaften Erfolg, haben wir keine dauerhafte Transformation unserer Schilddrüsenprobleme oder können wir nicht genügend vorbeugen. Und deshalb, ja, lasst uns da nochmal jetzt
schauen, was wir tun können. Ja, wo ist die Schilddrüse? Ist im Hals. Deswegen ist hier auch das Halschakra zuständig. Und die Hauptthemen des Halschakras ist Kommunikation, Selbstausdruck und Dienst. Also, da sehen wir schon, worauf wir da auch achten können. Die Farbe ist blau, das Mantra ist Ham und das Tau-Mantra ist Shi. Wenn das Halschakra ausgeglichen ist, fühlen wir uns friedvoll, sind ehrlich, können gut zuhören, haben eine gute Kommunikation, einen starken Selbstausdruck und sind hilfsbereit. Wenn es unausgeglichen ist, dann kann man dazu neigen, scheu zu sein, eine schwache Stimme zu haben, Angst zu sprechen, unfähig zuzuhören, eventuell auch eine Tendenz zu lügen, Arroganz, Probleme in der Schilddrüse, Hals und Kehle bekommen oder auch in der Halswirbelsäule. Also deswegen dürfen wir dieses Chakra unterstützen. Und das wollen wir jetzt einfach mal mit der Fünfkrafttechnik tun. Also, wir nutzen die Informations- oder Seelenkraft, indem wir zu inneren und äußeren Seelen Hallo sagen. Also, das ist ganz einfach. Wem du Hallo sagst, der unterstützt dich dann auch. Der unterstützt die Transformation. Und deswegen bitten wir erstmal die inneren Seelen. Heute geht es um die Schilddrüse. Mein geliebtes Halschakra, meine geliebte Schilddrüse und meine geliebten Nebenschilddrüsen. Ich liebe, ehre und wertschätze euch. Ihr habt die Kraft, euch selbst zu heilen, euch zu stärken, kraftvoller, lichtvoller zu werden. Macht eure Sache gut. Danke. Dann sagen wir Hallo zu äußeren Seelen. Da könnt ihr rufen, was auch immer euch. Ja, wo ihr auch immer ihr Zugang habt, vielleicht einfach geliebte Mutter Erde oder geliebte Sonne oder geliebter Mond, geliebte Planeten, Sterne, Galaxien, Universen, vielleicht bestimmte Heilige, Buddhas, Bodhisattvas, Lamas, Gurus, Kohunas, aufgestiegene Meister, wo auch immer ihr Zugang habt, eure spirituellen Väter und Mütter, eure himmlischen Teams. Geliebte Quelle allen Lebens, bitte stärke du meine Schilddrüse, stärke mein Halschakra, ich bin so dankbar. Mit der Geisteskraft konzentrieren wir uns jetzt hier auf unser Halschakra, auf den Bereich, den wir stärken wollen, denn je mehr wir ja, uns auf was konzentrieren, desto mehr fließt da das Licht, die Energie, die Nährstoffe hin. Die Atemkraft, wir atmen immer in den Unterbauch ein, noch besser ins erste Chakra. Unser Atem, wenn er tief ist, Stress reduzieren, die Energie erhöhen, die Lungenfunktion verbessern und er kann eben auch die Selbstheilung unterstützen. Wir nützen die Körperkraft und dafür legen wir eine Hand auf den Unterbauch. Ja, wir haben ja im Unterbauch, wenn wir die Hand direkt unterhalb vom Nabel legen, das wichtige Energiezentrum, den unteren Dantien, das praktisch für alle Krankheiten mit zuständig ist, weil es unsere Immunkraft so steigert, unsere Energie, unsere Ausdauer und unsere Vitalität. Deswegen eine Hand dahin und eine Hand auf den Hals. Okay. Wo wir die Hände hinlegen, da unterstützen wir einfach die Transformation, die Selbstheilung. Die Klangkraft, das ist das Chanten von heiligen Mantren oder Klängen, die heilsam und transformierenden Botschaften enthalten, Schwingungen enthalten. Und es gibt ganz viele Mantren, die wir jetzt chanten können. Ich würde gern mit euch einfach das Mantra Shi chanten, weil es das Halschakra stärkt. Ja, wir atmen immer in den Unterbauch ein und dann auf Shi aus. Und beim Ausatmen können wir uns vorstellen, dass unser Halschakra ganz nach außen strahlt und mit dem nach außen strahlen können auch negative Informationen gehen. Beim Einatmen
atmen wir einfach in das Chakra und bringen da positive Informationen rein. Mach's gern mit der Übung aus dem Buch Das Heilungsfeld der Taukalligraphie, weil ja, dann kann man sich's noch besser vorstellen. Also wir atmen immer in den Unterbauch ein und im Halschakra aus. Schi. Schi. Wunderbar. Was wir noch machen können, vielleicht ist eine kleine Übung, nennt sich die Denkmütze, weil im Ohr befinden sich ja 200 Akupunkturpunkte ungefähr. Das heißt, wir stimulieren mit dieser Übung nicht nur das Ohr, sondern alle Körperenergien und damit auch unsere Schilddrüse. Und nachdem sowohl die Über- als auch die Unterfunktion der Schilddrüse, ja, Konzentrationsprobleme, ja, die Unterfunktion auch Müdigkeit verursacht, ist es gut, wenn wir da immer mal wieder die Ohren massieren und kneten und drücken, einfach um alle Körperenergien zu aktivieren. Wunderbar. Einfach eine kurze Übung zwischendurch. Ja, und dann würde ich gern zum Schluss noch, dass wir noch ein paar Minuten die Zeit nutzen und eine Kalligraphie nachfahren oder einfach im Stillen sitzen. Nachdem, ja, so wichtig, dass wir negative Informationen in positive transformieren, ist die Vergebung eins der kraftvollsten Werkzeuge dabei. Und ja, so würde ich gern noch mit euch eine Vergebungsübung machen, damit sie uns helfen kann, die Blockaden in unserer Schilddrüse zu transformieren. Und wir bitten dazu, die Tau-Kalligraphie Dark Shu jetzt aktiv zu werden, stellvertretend für all die 10 da, die hier im Raum sind. Ja, vielleicht schließt er die Augen, dass wir noch eine tiefe Vergebung für die Schilddrüse machen und für die Themen wie Kommunikation, Selbstausdruck, Dienst, die mit der Schilddrüse zusammenhängen. Wir bitten die Quelle allen Lebens, all unsere spirituellen Väter und Mütter, unsere himmlischen Teams, uns jetzt bei der Vergebung zu unterstützen. Wir sind euch so dankbar. Wir öffnen unsere Seele, unser Herz, unseren Geist, unseren Körper für euer Licht. Eure Liebe, eure Kraft, für eure hohen Frequenzen. Wir lieben euch so sehr, wir wertschätzen euch so sehr. Und wir bitten jetzt um Vergebung aus tiefstem Herzen für all unsere Blockaden in unserer Schilddrüse, in den Organen, die die Schilddrüse unterstützen. Für alle Blockaden in unserer Kommunikation, in unserem Selbstausdruck, in unserem Dienst. Für alle Arten von Negativität in Form von negativen Gedanken, negativen Worten, negativen Emotionen, negativen Absichten, negativen Handlungen. Für all die Gelegenheiten zu dienen, die wir nicht gesehen oder nicht ergriffen haben.
für alle Gelegenheiten, in denen wir nicht die richtigen oder passenden Worte gefunden haben. Für alle, ja, all die Male, wo wir es mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben, wo wir oder wo wir über andere negativ gesprochen haben, wo wir Gerüchte und Rat unterstützt haben. Wir bitten um Vergebung für all die Gelegenheiten, in denen wir nicht die Herz-zu-Herz- und Seele-zu-Seele-Verbindung mit unserem Gegenüber eingegangen sind. Für all die Gelegenheiten, in denen wir uns von äußeren Blockaden oder auch von inneren Blockaden haben beeinflussen und abhalten lassen, in bester und höchstmöglicher Weise zu dienen, selbstlos, bedingungslos, vollständig. Für all die Male, in denen wir andere nicht verstanden haben, in denen wir nicht gut zugehört haben, ja, nicht genug unterstützt haben. Es tut uns so leid, wenn wir oder unsere Ahnen in diesem oder vergangenen Leben Negativität kreiert haben. Wir sind hier, um zu dienen. Wir sind hier, um unser Herz weiter zu öffnen und uns zu reinigen, um unseren Dienst in dieser besonderen Zeit tun zu können. Wir bitten aus tiefstem Herzen um Vergebung für all die negative Information, für all die Fehler, die wir oder unsere Ahnen in diesen Bereichen erschaffen haben. Wir bitten um Vergebung, wenn wir die Sorgen und Nöte der Menschen, denen wir dienen sollten, nicht genügend erkannt haben. Wir bitten um Vergebung für all unser Klagen, für all unser uns Beschweren, ob in Gedanken oder Worten. Für alles, was mit Mangelbewusstsein zu tun hat, mit unseren Ängsten, mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, mit dem Gefühl zu versagen, mit dem Gefühl, nicht genug Sicherheit oder Geld zu haben oder nicht genug Fähigkeiten zu haben. Wir entschuldigen uns aufrichtig und zutiefst für all unsere Klagen, unseren Mangel an Vertrauen, all den Facetten des Mangelbewusstseins. Und wir wollen auch aus ganzem Herzen allen Seelen vergeben, die uns negative Informationen gegeben haben. Wir vergeben allen Seelen vollständig und bedingungslos. Wir bitten unsere Ahnen und Nachkommen aus allen Leben, bedingungslos euch und allen Seelen zu vergeben, besonders alles, was uns in unserem Dienst gehindert hat, was uns unsere Wahrnehmung vernebelt hat, was uns unsere Prioritäten durcheinander geworfen hat, was unser Herz verschlossen hat. Ja, all das, was uns in unserer Schilddrüse geschwächt hat, in unserem Immunsystem, in den dazugehörigen Organen wie der Leber, dem Darm. Lasst uns einander vergeben und allen Seelen vergeben. Nur wenn wir wirklich vergeben, haben wir die Möglichkeit, gesünder, glücklicher zu leben, uns weiter zu entwickeln. Deswegen lasst uns einander vergeben. Und ganz wichtig, wir vergeben auch uns selbst. All die Nahrungsmittel, all die Gifte, all die Schadstoffe, die wir unserem Körper zugemutet haben, all die Dinge, die unsere Schilddrüse geschadet haben, all die mangelnde und schlechte Kommunikation, all die Situationen, die dazu geführt haben, dass wir unseren Dienst nicht ausreichend getan haben, in bestmöglicher Weise ausgeführt haben, nicht all die Seelen erreicht haben, denen wir auf Seelenebene zugeordnet sind, um ihnen zu dienen.
Wir lassen jetzt alle Schuldgefühle los und vergeben uns auch selbst aus ganzem Herzen. Wir wollen uns vollständig vergeben. Wir vergeben allen Seelen, wir vergeben uns selbst und wir bitten um Vergebung. Wir öffnen unsere Seele, Herz, Geist und Körper ganz weit für die größte Vergebung des Himmels, des Göttlichen, des Taus, der Quelle, aller Heiligen, aller Mitglieder unserer himmlischen Teams. Und erlauben, dass die Vergebung jetzt ganz tief durch uns hindurchfließt. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, deswegen nur ganz kurz. Lasst uns ein paar Mal Da Quan Shu, größte Vergebung, chanten. Da Quan Shu, größte Vergebung. 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 Wer auf Zoom danach noch Zeit hat, bleibt noch in dieser Vergebung. Die kann man wirklich noch einiges ausdehnen. Nutzt die Kalligraphiekarten, die ihr habt, oder die Bücher, die ihr habt, um nachzufahren. Wer auf YouTube ist, kann hier einfach auf Pause drücken und so lange möchte, sich mit der Vergebung verbinden, chanten, nachfahren. Lasst euch da von eurer Seele führen. Gut, damit beende ich jetzt auch den heutigen Soul Brunch. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Ich habe es extra nochmal gemacht, weil so viele nachgefragt haben, es noch an Freunde, Bekannte verschicken wollten und ich keine auf hatte. Ja. Dankeschön, Brigitte. Sehr gerne, liebe Tadmore. Meine Stimme ist jetzt ganz klar und stark, also da hat sich was Ja. getan. Ja, wir haben uns ja vorher unterhalten. Wow, ja, Halschakra ist ja mit für die Stimme zuständig. Wunderbar, ich merke einen großen Unterschied. Freue ich mich, danke. Ja, die Vergebungsübung ist fantastisch für mich. Ja, Danke Vergebung ist dir. so wichtig. Gerne, gerne. Ja, auch Hildegard bedankt sich für die wunderbare Stunde. Evelyn schreibt herzlichen Dank. Petra. War so schön. Ich danke euch allen. Ich lese noch all die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt, weil schon recht spät ist. Ich hoffe, es hat euch viel gebracht. Alles, alles Liebe euch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss, vielen lieben Dank, Sehr Birgit. gerne. Franziska, tschüss.